Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich erkläre jetzt mal Folgendes. Und zwar habe ich ganz viele Kunden, die wollen immer irgendwelche Maße wissen und Bestimmungen abgeben. Ich mache jetzt mal folgendermaßen, damit ich selber nicht mehr so viel messen muss, dass ich das nachgucken kann. Also ich habe hier eine Eckumlenkung von einem Kunden und da ist also das Stahlband kaputt. Da habe ich jetzt schon mehrere von gemacht und jetzt mache ich mir mal die Mühe, weil viele das gerne wissen müssen, wie lang muss was sein, wie sind die Maße? Ja, die Eckumlenkung, von wem die jetzt kommt, wie die genau heißt, weiß ich nicht. Vielleicht erfahre ich das nochmal irgendwann, schreibe ich dann nachher nochmal nach. Ich werde die jetzt einfach mal irgendwie benennen. Das schreibe ich dann ja in meinem Text rein. Und für diese Eckumlenkung, die ich hier habe, ist die Frage, was brauche ich da an Stahlband? Ich habe jetzt erstmal hier ein Maßband und jetzt weiß ich nicht, ob man das so in der Kamera sehen kann, aber ich erkläre das ja hier alles. Ich lege jetzt also das hier mal an die Ecke und dieses andere Teil auf die andere Seite. Und dann ist diese Stahlband hat also eine Länge von 95 mm. Ja, das ist also 95 mm lang. Eine Breite hat diese Eckumlenkung nicht, dieses Stahlband. Eine Breite hat dieses Stahlband von 8,6 mm. Dieser Lochdurchmesser, den wir hier haben, dieser Lochdurchmesser hier ist 3,9 mm. Bei dieser Eckumlenkung wohl bemerkt, bei dieser hier. Ja, und der Lochabstand, das ist also der Abstand von Loch zu Loch, beträgt 85 mm. Mein Stahlband, was ich so habe, das ist also dieses hier. Das mache ich ja selber per Hand und die Löcher, die stanze ich ja. Hier sind die jetzt ein bisschen kleiner, weil das für, ja, ich mache mir mal so welche vorweg, die ich dann so fertig mache und dann wird das dementsprechend größer gemacht, das Loch. Das sind dann, wie gesagt, 85 mm, also Lochabstand bis Lochabstand. Das hat auch das gleiche Maß hier. Es gibt die noch in verschiedenen Dicken, aber das ist so ein bisschen unrelevant. Das sind hier, jetzt muss ich mal eben selber gucken, 0,5 mm. Ja. Also die ist ein bisschen dicker, meine ist dünner, aber das ist nicht so schlimm. Das hat eigentlich den Vorteil, wenn man die zusammenbaut, dann passt das auch mal mit den Nieten alles drum und dran. Selbst wenn die mal ein bisschen höher sind und man hat die nicht richtig gemacht. Also wichtig jedenfalls für mich ist zu wissen, wie lang ist dieses Band. Mal gucken, das mal richtig zusammen machen hier. So, dieses Band ist das, wenn ich das hier auf das Maßband lege 95 mm und der Lochabstand, also dieser Lochabstand, den wir hier haben, ist 85 mm und der Lochdurchmesser ist hier 3,9 mm. Ja, das war es eigentlich schon erstmal von meiner Seite. Das werde ich jetzt also mit allen Eckumlenkungen machen, die ich jetzt so bekomme. Die werde ich benennen, wie die heißen. Schreibt das auch so ins Netz rein, damit man es auch finden kann. Also man schreibt dann rein GC-Eckumlenkung oder irgendwie sowas. Maß von dem Stahlband und dann müsste man das eigentlich nachher bei YouTube finden. Okay, das war's von meiner Seite aus und dann freue ich mich schon auf mein nächstes Projekt.